Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Videovorschläge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, weil mir zurzeit so ein bisschen die Videoideen fehlen. Zurzeit in Fortnite ist ja nicht ganz so viel mit Live-Events los und so weiter. Deshalb kann ich da zum Beispiel keine News-Videos machen. Und ich möchte halt auch nicht nur irgendwie Transport-Fever-Videos machen oder nur Call of Duty-Videos, sondern auch noch ein paar Fortnite-Videos. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Ideen habt, schreibt wie gesagt gerne in die Kommentare. Außerdem lasst gerne ein Abo da, damit ihr vielleicht noch vor meinem einjährigen YouTube-Jubiläum die 200 Abonnenten schaffen. 7 fehlen ja nur noch, aber es sind auch nicht mehr viele Tage bis zum 14. Januar. Deshalb würde mich freuen, wenn wir es noch schaffen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Itemshop an. Wir haben heute den Farmschützen-Skin wieder drin. Mit dem Skin bekommt man für 1200 V-Bucks einen blauen Skin und dazu gratis dann noch die Spitzhacken. Das heißt, im Prinzip ist es nur ein grüner Skin und eine 400 V-Bucks Spitzhacke. Lohnt sich, würde ich sagen, schon. Spitzhacken sehen auch ganz gut aus. Ist schon relativ günstig, muss man sagen. Dann haben wir als nächstes den Velocity Skin. Und den Sturmbomber, beides ziemlich teure Sachen. Partylöwe, auch eine sehr teure Spitzhacke für 1500 V-Bucks. Und die männliche Version in Raptor, der hat ja mittlerweile auch noch eine Schimmervariante dazu bekommen, die ja auch ganz cool aussieht. Als nächstes haben wir hier den Wolfkäppchen-Skin mit hier im Klassenstil und dann auch ohne Kopfbedeckung. Dazu gibt es eine große böse Axt und die wolzige Lackierung. Als nächstes haben wir noch den Knight Rider. Dann die Beastschützin. Die war ja Anfang Season 10 reingekommen, beziehungsweise Season X. War seitdem, glaube ich, auch nur in Season X wieder im Shop drin. In Kapitel 2 war die, glaube ich, noch gar nicht drin. Weiß ich aber auch nicht ganz genau. Heute haben wir neu die Farmwuchtlackierung. Dann haben wir noch die Wassereisspitzhacke. Fackelwirbel. Auch schon lange nicht mehr drin gewesen. Und das Huhn-Emote. Ebenfalls ein relativ seltenes Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.